sage danke zum Leben, ich sage danke zum Leben, ich sage danke zum Leben, ich wünsche mir jetzt aufzuleben, ich wünsche mir jetzt aufzuleben, ich wünsche mir jetzt aufzuleben und Liebe frei zu geben. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen, sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überlegen, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welch wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenhalten. Anstatt Zäune und Grenzen aufzustellen, wir sollten uns nicht voneinander abgrenzen, sondern uns ergänzen, dann wird die Welt bald glänzen und wir können das Leid und den Krieg beenden. Und es wäre so schön, wenn wir uns alle versöhnen, wenn wir uns gegenseitig alles Schöne gönnen, daran könnte man sich gewöhnen. Daran könnte man sich gewöhnen. Daran könnte man sich gewöhnen. Es ist soweit, es ist endlich die Zeit. Wir sind bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht für dich allein. Wirf den ersten Stein, komm endlich heim. Und freu dich auf Sonnenschein. Und freu dich auf Sonnenschein. Und freu dich auf. Wir sollten eine Welt aufbauen, die so schön ist, als hätte sie unser Schöpfer auf Stein gehauen. Glücklich sein, Männer, Kinder und Frauen. Und alle aufeinander schauen und vertrauen und staunen. Wenn sich Dinge ergeben, Dinge geschehen, die dich nicht verdrehen, sondern beleben. Wir sollten uns über niemanden erheben. Nicht einmal über die krankesten Gestalten, weil auf diese dir zum Schluss die Hand noch halten. Und es ist so schön, jetzt kann es losgehen mit dem, was man liebt, loslegen. Musik und Geist aufnehmen, damit auftreten und sie nicht nur auflegen. Und sie nicht nur auflegen. Wer weiß, was geht, wenn immer mehr connecten, die die Menschen aufwecken, sprengen wir doch die Ketten, dann können wir uns selbst retten, durch miteinander sprechen, durch sich für eine bessere Welt einsetzen. Weil wir uns eh schon zu lange widersetzten und selbst und die, die uns lieben, verletzten, doch wenigstens kann man das Leben irgendwann richtig schätzen. Jetzt wäre die Zeit, jetzt wäre die Zeit, sich zusammensetzen, über alles zu sprechen, über alles zu sprechen, über alles zu sprechen, über alles zu sprechen, über alles zu sprechen. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen, sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überlegen, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welche wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Heute beginnt die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit, Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht für dich allein. Wirf den ersten Stein, komm endlich heim und freu dich auf Sonnenschein. Es ist wichtig, die Liebe ist und sie bricht dich nicht, sie spendet Erkenntnis, Wärme und Licht, aber auch Dunkelheit braucht es für ein Gleichgewicht. Nichts gibt es nicht, weil zumindest sonst die Zeit immer am Vergehen ist. Ach, wie kurz man eigentlich nicht ist, einen kleinen Augenblick. Schön, wenn du am Ende stolz auf dich bist, wenn du dich liebst, wenn du deine Ziele siehst und deine Aufgaben annimmst. Ich wünsche dir
dir, dass dein Leben gelingt. Versuche es unbedingt, dann wirst du sehen, dass zum Schluss immer die Liebe gewinnt. Versuche es unbedingt. Denn heute ist die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen. Sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die Überlegern, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben, für ein besseres Leben. Wir werden sehen, alles wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen, statt Zäune und Grenzen aufzustellen. Grenzen auf der 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 Grenzen auf der